Und wieder ist es soweit. Herzlich willkommen zurück zur Penumbra im Halbschatten, Episode 1. Im letzten Part haben wir Red getroffen. Red hat uns ein paar Informationen gegeben, keine Ahnung. Und ja, mit irgendwas vollgelabert, das können wir nicht aufheben. Und wir sind irgendwie zwei von diesen Kötern begegnet, die wir leider ausschalten mussten. Was heißt leider? Na, leider im Sinne von, es ging nicht anders, weil es wäre sonst viel zu nervig geworden. Leider habe ich auch gesehen, dass wieder zwei Köter im anderen Raum sind. Deswegen, ja, muss ich wohl übel leider wieder meine Spitzhacke rausholen. Und die Viecher erledigen. Ich weiß nicht, sind hier noch Köter? Das hört sich nicht so an. Hier bin ich hergekommen. Dann müssen wir jetzt da lang gehen. Na, wo ist die Hacke? Da ist die Hacke. Hacke. Nein. Säge? Ah, auf 5. Okay, merken wir uns. Hacke ist auf 5. Das kann ich nicht mitnehmen. Da können wir nicht rein, oder? Doch, können wir. Ach so, jetzt sind wir wieder hier, auf der anderen Seite. Ach ja, es ist Penumbra, das schönste Spiel der Welt. Hier, wisst ihr noch, hier haben wir so ein Lokal durchsägt und hier hinten müssen noch vier Gegner erscheinen. Hinter dieser Tür. Okay. Ah, ich höre sie schon. Stimmt das nicht? Nein, jetzt hat Hilfe rufen. Scheiße. Das darf es nicht machen. Das darf es absolut nicht machen. Okay, es ist besser, wenn es keine Hilfe ruft, weil ansonsten... Ach toll, jetzt sind wir hier. Ja. Ansonsten das. Ach man, wieso liegt hier nirgendwo eine Knarre rum oder sowas? Eine Pistole oder sonst irgendwas? Damit vielleicht eine bessere Verteidigung kann und vor allem, wenn ich ausholen will, kann ich mich nicht mehr drehen. So, ich drücke jetzt mal auf Ausholen und wir können nur noch links und rechts laufen. Und zwar so lange, bis ich damit zugeschlagen habe. Das heißt, der Angriff muss möglichst lineal verlaufen. Ansonsten wäre blöd. Warte mal. Ich habe da gerade so einen Einfall. Vielleicht hier lang kann? Doch, hier kann man lang. Wo komme ich denn hier lang? Ach so, verstehe es. Das ist jetzt bloß hier irgend so ein komischer Umweg. Ja, und das war jetzt schlecht.
was ich gerade probiert habe, das war richtig schlecht. Scheiße, Volkern daneben. Oh, die sind zu wendig. Die sind einfach nur zu wendig. Mann, ey, schon wieder. Ach, toll, jetzt starten wir hier. Warum kann man nicht drüben starten, bei der Anfangstür? Das wäre viel einfacher. Ist doch gerade so voll umständlich. Ich muss sagen, ich hatte es mal raus, diese Viecher zu killen. Jetzt ist es irgendwie so, dass ich ja... Mir scheint, als hätte ich mehr Probleme als früher mit diesen Dingern. Gut, vielleicht weiß ich auch einfach mal einen Kampf aus. Na, wartet mal, ich habe da gerade, glaube ich, so einen Einfall. Nein, auch nee. Scheiße, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Scheißdreck. Mann, ey, diese blöde Hacke. Die waren gerade so schön auf einem Fleck. Ich hätte sie so leicht killen können. Aber diese Scheißhacke muss ja nicht bis nach unten treffen. So ein Dreck. Ich wünsche mir gerade echt eine bessere Waffe als den Scheiß hier. Ach komm, jetzt lassen wir die Scheißviecher da irgendwie rumtanzen und schleichen uns vorbei. Machen wir es halt so. Mal gucken, wo ist der andere? Ich habe gerade nicht wirklich Lust auf die Karte zu schauen. Oh Scheiße. Aber ich glaube, ich muss.
Position. Okay, wo bin ich? Da. Ich glaube, ich muss da oben hin. Weil ich mich so verstehe. Ich weiß nicht warum, aber Preps ist gerade abgestürzt und ich sollte mich vielleicht ein bisschen leiser bewegen hier. Weil das Vieh. Ich höre es doch, es ist hier in deinem Pfeiler. Ja, geh. Geh weg. Geh schön weg. Doch gleich hier vorbei. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Ich bin nicht da, la la la, ich bin nicht da, la la, ich bin nicht da, la la la, ich bin nicht da. Du siehst mich nicht, ich bin nicht da. Stecke nur hinter diesem Pfeiler. Ich trau mich da echt gerade nicht vorbeizulaufen. Okay. Einfach hier warten, bis das Vieh vorbei ist. Einfach warten, bis das Vieh vorbei ist. Scheiße. Ach, fuck. Mann, du Idiot, warum musst du auch so atmen? Oh, so ein Idiot. Ist doch wahr, anstatt sich ruhig zu verhalten. So, ich weiß nicht, was das jetzt gerade war, aber es hat gestresst und es war nervig. Deswegen werde ich diesen Scheiß deinstallieren, also diesen Kack vor die Erinnerung herkramen. Weil das nervt einfach nur mitten in Let's Plays kommt so eine blöde Nachricht von Skype oder irgendwelchen Updates. Boah, ey. Ja, nun komm her. So, einer schon mal tot. Das ist gut, jetzt gehe ich raus. Dann ist der Typ endgültig weggespawnt. Dann habt ihr noch einer. Aber was soll denn die Scheiße mit den scheiß Update-Meldung? Ist doch nervig sowas. Dreh dich doch nicht, Junge! Lauf, 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 lauf. Weg damit, weg damit, weg. Oh, fuck. Das ist knapp gewesen, ich bin fast wieder gestorben jetzt von der Scheiße. Aus der Tür steht das Großschreck, es greift ein Mann, schießt den Symbolen, jemanden verschwinden, Dunkelheit, schreit, Vater, bist du verantwortlich? Vater, was hast du nur getan?
Ach das, ja, ich erinnere mich, wir müssen die Dinge irgendwie in Gang bringen. So, wie war das? Hier passiert überall nichts. Hat keinen Strom. Das ist so ein Stromdingens, das heißt, ich muss das Ding irgendwie mit Strom verbinden. Ach, guck mal hier, eine Steckdose. Was machen wir damit? Logisch. Jetzt müsste es eigentlich Strom haben. Wie hat kein Ass. Oh. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Der Strom fließt, da passiert nichts. Also wenn jetzt Eishockey war, der könnte es reparieren. Hauptsache ich muss nicht mehr raus. Weil gegen den scheiß Köter zu kämpfen, da habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt, drauf. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Eine Hand, aber nichts passiert. So, die Kiste ist doch bestimmt nicht umsonst hier. Das kann doch nur irgendein Zeichen sein. Irgendwas hier oben. Denn gar nichts machen hier oben? Ich weiß nicht warum, aber Fraps hat sich schon wieder minimiert, genau wie vorhin. Als der Hund in der Nähe war, es ist einfach nur zum Kotzen. Ich verstehe nicht, warum sich Fraps einfach so mir nichts, dir nichts minimiert. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Was los, Fraps? Fängst du jetzt an, wie Camtasia sich gegen mich zu verschwören oder was? Das wäre gar nicht nett von dir. Ein Leuchtsignal. War nichts passiert. Ich habe zwar keinen Bock, das zu tun, aber ich will jetzt einfach mal viel loswerden da draußen. Ist mir egal. Komm her. Ich denke mal, es wird nicht klappen, oder? Na, jetzt wird's nochmal... Ich sitze mal den Vorschlag an, ey. Das ist ja witzig. Ey, das ist ja eine witzige Pose. Soll ich auch noch keinen sterben sehen? Das ist ein Zettel. Anno 1402. Viel zu lesen.
zu viel zu lesen. Ich denke mal, ich werde mich aber nochmal umschauen. Wenn ich noch irgendwas Wichtiges ist. Wie zum Beispiel. Gegner sind schon mal weg, das freut mich. Aber ich glaube, ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Bin ich gerade auf seine Leiche getreten? Lol. Was haben wir hier oben noch? Gar nichts. Nichts Interessantes. Auxiliary-Shaft. Und weiter scheint hier, glaube ich, nichts zu sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, gut Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Schlussstrich. Das war's für heute von Penumbra. Im nächsten Part gucken wir dann, wie wir weiter tiefer in die Mine reinkommen. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich macht Fraps dann keine Zicken. Euer Wackilein.